Am Wochenende steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad. Wir befinden uns hier im Resselpark in Wien und befragen die Wiener, was sie davon halten. Haben Sie gehört, dass es am Wochenende bis zu 30 Grad warm werden kann? Ja, habe ich vernommen. Wie finden Sie das, dass es immer wärmer wird? Das ist nicht normal und das ist natürlich schlecht, weil es ist ein von Menschenhand herbeigeführter Klimawandel und die Folgen werden, so befürchte ich, dramatisch sein. Ja, wirklich nicht der Jahreszeit angemessen, aber durch die Erderwärmung wird das wahrscheinlich so sein. Ja, sicher, es ist ungewöhnlich. Also man merkt den Klimawandel, das kommt schleichend, ja, über die Jahre hinweg. Und man merkt es gar nicht so direkt, aber wenn man sich den Zeitraum anschaut, schon. Ja. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, sagen wir so, aber wir haben schon in Jahren auch so Temperaturschwankungen gehabt. Macht Ihnen das Sorgen, dass es immer wärmer wird bezüglich Klimawandel? Naja, für mich selbst, bin schon ein bisschen älter, eher weniger, aber für Sie zum Beispiel ist es sicher gigantisch. Also für die Kinder, für die nächste Generation? Für die Kinder ist das, genau. Das ist schon ein bisschen beunruhigend auf jeden Fall. Klar, es fühlt sich jetzt schön an, so nach dem Winter, aber man hat es auf jeden Fall immer im Hinterkopf. Ja. Jein. Natürlich ist es jetzt durch die Mehr der Bevölkerung und Flugzeuge etc. etc. sicher ein bisschen anders geworden, aber ich glaube nicht, dass das jetzt gleich unseren Untergang bedeutet. Was denken Sie, könnte uns da noch drohen bezüglich Klimawandel? Ich glaube, so unsere nächste Kindergeneration oder so wird schon nicht mehr so eine grüne Wiese um sich herum haben.